Also Darko. Ja. Ich hab sie besiegt. Ich hab's mitbekommen. Ja, wie gesagt, das war mir klar. Du bist ja einige stärker als ich. Kochgewürzgeschenk, alles klar. Hier ist noch ein großer Einfluss. Und so eine Truhe wieder. Apropos, erkennt man jetzt endlich mal? Nö. Ich hab nämlich einen Rock an. Das erkennt man bloß nicht. Das sieht man nur in der... im Charaktermenü. So renne ich halt offiziell mit Hose rum. Die hat das hier. Du kriegst auch ein Röckchen an, Uschi. 202, 290, nee, gut. Und du kriegst noch ein Geschenk von mir, Fett. Großer Einfluss. Mittel. Klein. Schon besser. Kein Einfluss. Okay. Na dann, erstmal raus hier aus der Höhle. Fortschritt 5 Stufen höher, hä? Wie? Oh. Ich bin Level 32. Ja. Wir müssen wieder da hoch. Ja, wenn du willst, können wir das ja in den nächsten Tagen als Gruppe zusammen machen. Die drei Dullis bekämpfen. Ja. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Ich muss mich kurz bilden. Ja. Wieder da. Ging ja schnell. Das war nur eine kurze Sequenz. Zeige alle autorisierten Ziele an. Ich habe jetzt noch Projekt 6 Fuß, eine Heldenquest und die zwei Hauptquests mit Nar Shaddaa und die hier auf Balmor. Ich kann doch nicht, ich schaue später. Ja, du musst jetzt die deswegen nachschauen, aber ich sag mal, die Projekt 6 Fuß, die ist schwer. Also, da hab selbst ich meine Probleme. Die mach ich gerade. Ja, du machst dich wieder unsichtbar und rennst an den Mobs vorbei. Ja. Siehst du, ich kann das dort zum Beispiel nicht machen. Ja, jeder hat bei was anderem Probleme, aber ich muss mich so schon wieder muten. Weil solche Aufgaben sind für mich logischerweise ja weniger schwer als diese andere Quest. Und andersrum für dich natürlich auch so. Was? Sir, es tut mir leid.
Ich habe getan, was ich konnte. Wenn das alles war, was ihr konntet, Corporal, dann habe ich keine Verwendung für euch und kann euch guten Gewissens erschießen. Nein, Sir. Dann konzentriert euch, Jillens. Wegtreten. Bitte entschuldigt die Verzögerung. Ich bin Lieutenant Malavai Quinn. Ich bin euer Verbindungsmann hier auf Balmora. Verbindungsmann? Ihr seid mein Diener. Ja, ich bin euch unterstellt, solange ihr auf diesem Planeten weilt. Lord Baras wird euch persönlich instruieren. Aber ich soll euch zuerst mit der allgemeinen Lage hier auf Balmora vertraut machen. Meine Zeit ist begrenzt, Lieutenant. Ich will nicht um den heißen Brei reden. Das Imperium hat zwar im Krieg der Republik die Kontrolle über Balmora entrissen, aber wir haben sie nie ganz vertreiben können. Es gibt eine ziemlich große Widerstandsbewegung. Niemand will es zugeben, aber sie wird offensichtlich von der Republik unterstützt. Die Republik darf nicht toleriert werden. Ganz meine Meinung. Es ist mein Traum, unseren Feind besiegt zu sehen. Ich habe eine sichere Verbindung mit Lord Baras. Ich stelle ihn sofort durch. Ah, wie ich sehe, habt ihr meinen Schüler getroffen. Sehr gut, Lieutenant. Geht jetzt. Quinn verdankt mir seine Karriere. Aber die Einzelheiten deiner Mission bleiben besser unter uns. Wir müssen schnell handeln. Nomen Kars Padawan hat die Aufmerksamkeit der Jedi auf meinen Geheimagenten in Balmora gelenkt. Du erinnerst dich? Natürlich. Ich vergesse nie etwas. Gut, dann komme ich jetzt zum Wesentlichen. Mein Spion ist Commander Ryron vom republikanischen Widerstand. Er dient als zentrale Anlaufstelle für alle Agenten in diesem Sektor. Leider wird Quinn von einer Ermittlerin überwacht, die die Jedi entsandt haben. Das bedeutet, wir müssen deine Spuren verdecken, bis du Ryland tötest. Zuerst musst du alle Beweise dafür vernichten, dass Rylon während des Krieges Balmoras Verteidigungssysteme sabotiert hat. Dazu musst du in den Satellitenkontrollturm einbrechen. Laut Quinn ist er eine wahre Todesfalle voller mechanischer Sicherheitsvorrichtungen. Ich mache mit jedem kurzen Prozess. Diese Aufgabe hat höchste Priorität. Die Jedi-Ermittlerin könnte jederzeit auf die Beweise stoßen. Quinn hat alles, was du brauchst. Ich rufe ihn her. Und denk daran, die Hintergründe deines Auftrags gehen ihn nichts an. Ich melde mich wieder. Mein Sith Lord, ich habe alles vorbereitet, was ihr für euren Angriff auf den Satellitenkontrollturm benötigt. Bringt einen Sprengsatz an der Basis des Hauptcomputers an und zündet ihn. Danach kontaktiert mich und ich lasse ihn detonieren. Sorry, ich musste, während du geredet hast, mich muten. Alles gut. Wie viel hast du verstanden? Nur die ersten drei Buchstaben. Okay, ich weiß aber leider auch nicht mehr, was ich geredet habe. Ich auch nie. Also egal. So, platziere die Ladung. Auslöschung der Freiheitskämpfer. Ja, jetzt muss ich mich wieder muten. Jo. Die Macht ist eine Waffe. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Wirft das Haupthandlichtschwert nach einem Ziel und verursacht wird Waffenschaden, funktioniert nur bei Zielen mit maximal 30% ihrer Gesundheit. Mal testen. Zeigt keine Gnade. Mal testen. Zeige alle autorisierten Ziele an. Reiseroute bestätigt. Projekt 6 Fuß lasse ich erstmal jetzt liegen. Ich mache jetzt erstmal der Hauptquest weiter. Die Klassenhauptquest oder die auf Balmora? Die auf Balmora.
Ich habe keine, keine Klassenhaupt. Das ist eine Klassenhauptquest. Nee, die wird ja unterteilt in Klasse oder in Balmor. Und die Lilane. Ob du die unter Balmor in Lila schon gemacht hast oder ob du. Die auf Balmor, ich habe nur noch die Klassen, lilanen Klassen, also die Hauptquest. Die zwei Klassenhauptquests. Das heißt, ich muss einmal nach Nar Shaddaa oder auf Balmor halt jetzt mich um den Padawan kümmern. Ich stehe neben dir, Alk, nur so nebenbei. Nee, also wenn ich nach links und nach rechts gucke, habe ich nichts da, außer Schreibtisch und Fenster. Ingame stehe ich vor dir, wenn du es ganz genau willst. So, also ich mache jetzt nur das auf Balmor, das andere ist ja, ich muss nach Nar Shaddaa reisen. Das machen wir dann später wieder irgendwann zusammen. Ja. Ansonsten habe ich nur noch eine Heldenquest. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Hä? Was ist denn das für eine Logik gerade? Wo muss ich denn jetzt hin, bitteschön? Mir wird nichts lila angezeigt. Was ist das für eine das ist ja schon mal gar keine Logik hier. Reiseroute bestätigt. Ach da. Lol, ich muss da hinlaufen. Das ist ja eine Logik, die man nicht begreifen muss in dem Spiel. Wie das, dass man sich auch mal bewegen muss? Nee, dass mir das einfach nicht angezeigt wird, wenn ich mit einem Transporter reisen will. Ach so. So, und wegen Dings, Hauptquest und so weiter, bla bla bla, die Klassenquest. Wenn du das Logbuch offen hast, das Tagebuch. Mhm. Die Klassenquests, das sind die Hauptquests. Die auf Balmor, egal ob lila oder gelb, das sind alles Nebenquests. Was da? Achso, ich wollte mal meine neue Technik hier. Die 9 ist das. Da brauchst du viel Wut. Dieser Billo, ey, weg damit. Ob ich die drinnen behalten soll. Ich wüsste, wo die hin ist. Hä? Die Namen werden immer länger. Vize-Tech-Commander des Widerstandes. Der ist doppelt so breit wie sein eigener Körper, der Name. Hier, bösartiger Wurf. Ich lasse sie doch mal da drin, vorsichtshalber. Gleit. Nach da unten einmal. War klar, dass hier oben der Gegner warten. Ja.
ganz viele Droiden und einen Fahrstuhl. Satcom-Wachtdruide. Hier, Fett, ich habe ein Geschenk für dich, ein Kochgewürz. Hey, danke. Es gibt irgendwie... Okay, hier ist ein dicker, fetter Grafikbug. Schade, geht nur in die eine Richtung. Raus oder wie? LOL! Der taucht halt wirklich auf, wenn du hier rausrennst. Der Bug. Ich werde eure Fortschritte verfolgen, mein Sith Lord. Wenn der Sprengsatz scharf ist, lasse ich ihn detonieren. Natürlich erst, sobald ihr in sicherer Entfernung seid. Hoffentlich. Aber zunächst habe ich noch Darth Barras für euch auf dem Holo. Ich ziehe mich derweil zurück und überlasse euch die Leitung. Schüler, wir müssen noch ein potenzielles Problem aus der Welt schaffen, bevor du meinem Spion Commander Rylan gegenübertreten kannst. Wir müssen in eine Festung der Republik eindringen, um einen niederen Fähnrich namens Dermat zu finden. Er ist Rylans Sohn und der Commander hat ihm seine wahre Identität anvertraut. Fähnrich Dermat muss endgültig zum Schweigen gebracht werden. Wie töricht von Rylan, seinem Sohn davon zu erzählen. Das ist der einzige Fleck auf seiner sonst so sauberen Weste. Ich weise Quinn an, dir die Details mitzuteilen. Mach schnell. Mein Sith Lord, Dermat wartet in der Zelle des republikanischen Krater Außenpostens auf seine Befragung durch die mysteriöse Agentin, der ich auf Barras Geheiß nachspüren soll. Ich werde euch Bescheid geben, wenn es so aussieht, als würde die Agentin sich dorthin aufmachen. Ich nehme doch an, dass ihr Dermat erreichen möchtet, bevor sie es tut. Das geht euch überhaupt nichts an, Imperialer. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Manchmal übermannt mich einfach die Wissbegier. Ich werde euch nun nicht mehr aufhalten. Viel Glück bei eurer Aufgabe, mein Sith Lord. Falls ihr noch etwas braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. So. Sein 135 204.
50. Nee. Hin. Wie lange geht die Folge jetzt eigentlich schon? 21 Minuten. Oh, nicht mehr lange. Da. Reiseroute bestätigt. Ich laufe einmal voll in die falsche Richtung. Soll bekanntlich vorkommen. Ernsthaft außen rumfahren. Ich laufe jetzt hier noch raus und dann war es das für mich heute. Ja. Gucken, wie weit ich in den 6 Minuten jetzt noch komme. Ich will wenigstens zum Eingang der Questreihe kommen. Ich muss aber eben mal über die halbe Map gleiten. Weil dort kein Raumschiff hinfliegt.
Ach, und auf der hier auf der Welt gibt's sogar einen Weltenboss. Ich glaube, den gab's auf Korriban auch. Das weiß ich nicht, aber... Nicht auf Korriban, auf Kars. Das war der, den wir nicht besiegt bekommen haben. Ich weiß nur, dass ich mich hier mit dem nicht anlegen werde, denn der hat irgendwas mit 700.000 Leben. Ja, der ist einfach für später, falls jemand Langeweile hat. Den kriegst du nur in der Gruppe erledigt. Aber ich weiß halt nicht, vielleicht gibt er was Schönes. Der wird schon guten Loot geben, klar. Schon guten Loot geben. Ich muss wieder bis ganz... Fick dich, ich bin falsch. Ich muss da hoch. Mist. Ich verstehe das gerade. Ich bin bei der Map einfach nicht durch gerade. Fett, ich komme ohne dich klar. So, aber das hier machen wir in der nächsten Folge.